Wohnung war nicht gerade in einem guten Zustand. Wir haben die Schimmelflecken einfach übermalt. Aber die Gegend gehört nun mal zu den Besten der Stadt und das schlägt sich dann auch in der Miete nieder. Tja, gutes Wohnen wird einfach immer teurer. 80% der Menschen wohnen in Miet- und nicht in Eigentumswohnungen. Ich müsste doppelt so alt wie meine Mutter werden, wenn ich diese Wohnung abzahlen müsste. Dann hätte ich vorm Sterben, also mit 140, hätte ich dann endlich eine eigene Wohnung. Da lohnt es sich doch eher, in ein schönes Grab zu investieren. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Es wird einem das Gefühl gegeben, dass wenn man kauft, zu den Besitzenden gehört, aber den eigentlichen Gewinn machen andere. Ich glaube dir das. So hoffnungslos das klingt, ich habe das im eigenen Leib erfahren. Und ich überlege mir, was ich tue, meistens sehr genau. Du sitzt ja immerhin an der Quelle und siehst die Zahlen schwarz auf weiß täglich über deinen Tisch wandern. Ja, das kann ja sein, aber jeder hat auch die Möglichkeit, sich was zu erarbeiten. Es gibt genügend Beispiele dafür. Das ging vielleicht vor 40 oder 50 Jahren nach einem Krieg, der alle gleich gemacht hat. Vielleicht ist das ja genau der Grund, warum es Kriege gibt. Weil es anscheinend die einzige Möglichkeit ist, um Gleichheit wiederherzustellen. Indem man alles kaputt schlägt. Als ob ich ihre Stimme immer noch hören könnte. Hat sie hier allein gelebt? Ja. Ich war lange in einer zerbrochenen Beziehung gelitten. Ich kam nicht darüber hinweg, dass ihr damaliger Verlobter sie kurz vor der Hochzeit verlassen. Warum konnte sie nie einen neuen Partner finden? Vielleicht ist sie zu misstrauisch geworden. Durch die schmerzhafte Erfahrung. Sie wollte Zeit allein hat sie verändert. Sie haben sie geliebt. Wollen Sie was trinken? Eva war in manchen Dingen wie ein Kind. Wenn es um die Liebe ging, da brauchte sie Hilfe. Und sie haben ihr geholfen. Haben sie ihren Mörder